Ach, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo. So, Leute, Folgendes. Ich erinnere mich immer noch an den Fleischfabrikskandal bei Tönnies, ne? In Nordrhein-Westfalen mit fast über 1500 Infizierten. So, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ich mache mir da immer noch so ein bisschen Gedanken, weil die haben halt, das ganze Dorf ist da irgendwie fast infiziert, ne? Jetzt sind jetzt Ferien. Und meinen Gedankengängen sind jetzt dahingehend, dass die armen Schweine ja gar nicht aus dem Dorf rausgehen dürfen. So, jetzt haben wir Sommerferien und die können nirgends hin, ne? Weil da auch jetzt komplett Lockdown nochmal ausgelöst ist. Hätte alles nicht passieren müssen. Ganz Deutschland ist alles immer wunderbar. Wir können immer Urlaub machen, wir dürfen immer machen, was wir wollen. Nur die sind halt auf Deutsch gesagt wirklich mal gefickt. Ich will jetzt wirklich mal sagen, ne? Die haben Urlaub schon angemeldet und alles und dürfen jetzt nirgends mehr hin. Hätte alles nicht passieren müssen. So. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ist schon schlimm genug, dass das in der Fleischfabrik passiert ist. Aber, weil ich damals vergessen habe zu sagen, und was mir jetzt wirklich durch den Kopf geht, die Hauptschuld hat da unsere Bundesregierung. So, mit den ganzen Leiharbeitsfirmen, ne, die Leute behandeln wie letztes Stück Scheiße. Ne, kannst du auch Das mitschätzen? ist richtig, ja. Ne, mein Freund Manni war leider Gottes auch mal Opfer einer Leiharbeitsfirma. Ne. Ausbeuterei ohne Ende. Ja. Stundenkloppen, Mindestlohn, das noch nicht immer. Ja, so. Und das läuft jetzt absolut falsch. So, Punkt Nummer eins. Wie gesagt, Leiharbeitsfirmen. Ne? Die großen Firmen, die großen Chefs, ja, die wollen ihr Geld machen. Dann ist ja gut und schön, wenn deswegen mache ich eine Firma auf. Aber man muss immer bedenken, unter welchen Bedingungen das passieren wird. Die reichen Chefs, ja, ne? Die machen sich da den Sack voll, die fahren die besten Autos, die zahlen sich ja ganz Geld aus. Ne? Auf Kosten solcher kleinen Leiharbeiter. So. Das muss sich hier in der Politik nur ändern, verstehst du? Das habe ich auch geärgert, wie die ganze Scheiße losgegangen ist, ne? Und sind auch Bilder gezeigt, gehen, dass 15, 20 Mann, ne, in engstem Raum da zusammengepfercht gehen. Ist ja so schon schlimm genug. Aber ausgerechnet Corona, Abstandsregelung, wo man genau gewusst hat, dass sowas erst dann, erst recht nämlich vorkommen soll, ist so schon schlimm genug. Nee, trotzdem, alles weiter. Ja, was haben die Leute dann erwartet, was dann passiert, ne? Was die Leute erwartet, was dann passiert. Ist ja kein Wunder, dass da so viele Leute infiziert sind. So, hätte nicht ein bisschen Sinn. So. Unsere Politik, die tut so schön erzählen, ja, ist schon seit Jahren bekannt. Ja, wer schon seit Jahren bekannt ist, warum guckt man da doch immer noch weiter zu? Ja. Weißt du mal Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. was? Wenn das ja schon seit Jahren bekannt ist, warum guckt man zu? So, ich kann jetzt nicht den Leuten einen Vorwurf machen, weil die Kinder dazu gezwungen. Dass sie doch mit 15, 20 Mann zusammengepfercht gehen. Ne? Dass sie Zustände wie, ich weiß nicht, ich will jetzt echt mal sagen, wie damals im Deutschen Reich. Ne? Oder wie im alten Rom. Das kann ja wohl nicht angehen. So, die hohen Chefs lachen sich doch den Arsch ab. Ne? Die haben doch währenddessen sehr wahrscheinlich ihre Villa guckt, die sind gerade, sie sind immer in eine eigene Fabrik in Gefahr. Weil von denen ist komischerweise keiner krank. Ne? So, warum guckt unsere Politik dazu? So, jetzt kommt ein anderes Thema. Was mir so durch den Kopf geht. Die ganzen Tiertransporte, schon seit Jahrzehnten macht Greenpeace, WWF und die ganzen Umweltorganisationen darauf aufmerksam, wie beschissen und abgefuckt das Vieh behandelt wird. Ne? So, Viehtransporte, die kilometerweise nur durch die Gegend gefahren gehen. Die haben okay 2 Zentimeter Platz, wie den scheiß Lastwagen für sich zu bewegen. So, die kommen da schon total gequält, verschwitzt mit gebrochenen Gräten in der Fleischfabrik an. So, da gehen sie dann rausgezerrt. Ne? Und regelrecht massakriert, das hat mit Schlachten, hat das nämlich, hat das schon nichts mehr zu tun. Ne? Selbst hier bei uns in Deutschland, Europa, passiert das. Ne? Wenn das irgendwo im dritten Weltland gewesen wäre, wo man denkt, ja komm, die ja, sind halt ein bisschen komischer drauf. Nein, das ist bei uns. Und das durfte einfach nicht vorkommen. Das ist schon Tierquälerei. So. Auf der einen Seite, okay, ist eine Genugtuung für jeden Vegetarier, der sowieso kein Fleisch fressen tut. Ganz ehrlich. Mir kann keiner erzählen, dass Tiere keine Gefühle haben. So, gucken euch mal, wirklich gucken den Tieren mal in die Augen rein. Man sieht ihnen förmlich in den Augen die Panik, die Angst, den Schmerz, das Leiden an. So. Also ganz ehrlich, Leute, es gibt genug Internetvideos, wo man sich das mal angucken kann. Diese Massentierhaltung, wie das Vieh transportiert wird, wie das behandelt wird. Es wurde nicht geschlachtet, es wurde nicht recht massakriert. Wenn ihr euch so Filme mal anguckt, solche Sendungen und Internetvideos und Gift, es gibt alles. Da musst du ein bisschen gucken, sich Gedanken machen. Ne? Wenn ihr euch das mal angucken, Leute, jeder Mensch, der ein Herz hat, der hört nämlich auf zu weinen. Man hat echt keinen Bock mehr, ob noch Fleisch und Hühner und so zu fressen, oder? Guckst du bist selber Vegetarier?
Ja, wie gesagt, ein Mensch, der ein Herz hat, bis sie Verstand hat, der guckt sie scheiße an, ne? Der frisst kein Fleisch mehr. So. Jetzt freue ich mich, Leute, wie kann die überhaupt dazu kommen, 2020, dass man immer noch solche Zustände, solche Fabriken dann Leiharbeit führen, überhaupt moderne Sklavenhaltung, ne? Mache ich schon ein paar Gedanken, ne?